Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt weg. Danach lieg ich von dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Ja, zu viel. Zu viel. Norma. Vorsicht, ist das der neue Norma-Trailer? Entweder sind es Schimmelblaubeeren oder sind es Schimmelgrüngurken oder angebissene Käsesorten. Ja. Oder aufgeblähte, das habe ich leider übersehen, ich entschuldige mich, aufgeblähte Buttermilch, Landfeinprodukte. Und Sie können sehen, dass hier steht, ich hoffe, das sieht man genau, MHD. Also, ich lasse nichts am Produkt herankommen. Wunderbar, tolles Produkt. Aber das Produkt ist nur so gut wie Ihre Regalisten. Leute, ich glaube, jetzt müllert's garantiert anders. Garantiert. Es ist unfassbar. Zum Glück kann man sagen, zum Glück kann man sagen, das, was ich jetzt gehört habe, würden auch andere Konsumenten in Stein meißeln. Denn zum Glück bin ich nicht alleine. Aber es hat ja keinen Sinn, etwas zu sagen, in dem Saftladen tut sich nichts. Und von wegen, ich gehe mal kurz die Welt chatten, retten. Das ist hier die Frage, ob das gestattet ist. Oder gibt es so viele Wundproblematiken in diesem Haus, sprich VL, Verkaufsleiter, BL, Bezirksleiter. Leider leiden alle darunter, oder? Und auch das Verkaufspersonal. Ich habe natürlich, wie ich bekannt, nicht untätig bin, mich umgehört. Und was denken Sie? Moment. Was denken Sie, was ich alles so erfahren habe? Möchten Sie das im O-Ton hören? Nein, ich habe nichts an der Zwiebel und deswegen kommuniziere ich Ihnen das höchst delikat. Manchmal bekommt man auch eine Kompresse verordnet. Immer dann, wenn es zu konkret wird. Aber nicht mit mir, hochverehrtes Publikum. Ich habe definitiv nichts an der Schraube. Manchmal reicht nicht mal ein 30er Gabelschlüssel.
Denn diese Schnäbel brauchen andere Größen, um geschlossen zu werden und dann mit Bedacht zu öffnen. Ich lasse das nicht stehen. Und da hilft nicht mal Klosterfrau Melissengeist. Für so manchen Schrobengeist. Warum sag ich hier auf? Oft heißt es immer, Win, hol dir für deinen Hammer einen Leerdammer. Okay? Und der ist leer. Aber er war voll Hammer und er war voll gut. Also, öfters mal Leerhammer. Sponsern Sie Zivilcourage. Denn ich glaube, das kann für Sie nur von Vorteil sein. Und es gibt den Suppenkasper und da gibt es einen Song, ich esse meine Suppe nicht, meine Suppe esse ich nicht und ich halte meine Klappe nicht. Aber was da reinkommt, das wünsche ich in delikatester Form und ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Wir lassen uns das bum, 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 nicht verbieten. Kennen Sie den Song Altdeutsch? Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Ja, wir hatten das gesungen. Na, ich nicht. Aber ich danke Tim Penskorn, dass er mir das möglich gemacht hat mit seinem Hinterlegen. Ich gehe mal kurz die Welt retten. Ja, darf ich das jetzt von Hand zu Hand oder darf ich das nicht? Es sind da draußen gefährliche Leute mit Messer unterwegs. Wie lange sind die denn da unterwegs? Liegt es an der Rechtsprechung? An der Auslegung? Oder an was liegt es denn? Ich gehe mal kurz die Welt retten. Es gibt einen enormen Skandal über Wochen. Entschuldigung, habe mich geirrt. Nein, habe keine Demenz. Es geht um, ja, um was geht's denn? Um Monate. Täter sind frei. Ich war bei der Staatsanwaltschaft und ich könnte eigentlich den Song machen. Endstation Sehnsucht? Nein, Staatsanwaltschaft? Nein, gibt's für mich nicht. Okay? Ich werde gecheckt am Eingang, wie einer, der gerade ins All fliegen möchte, ob er topfit ist, aber nicht zu viel Gewicht dabei hat, etc. pp. Und die Täter, die draußen die Menschen seelisch in den Abgrund schicken, nicht nur bei der Norma, auch Vermieter, die Täter gehen ein und aus, weil eben die Justiz zu viele Gesetzeslücken unter anderem hat, Auslegungsformen unter anderem hat und der Verteidiger manchmal mehr Chancen hat als das Opfer. Verstehen Sie, warum ich jetzt aufsage? Sehen Sie da, was vor Ihren Augen in Ihre Linsen gerade ragt? Das sind grammophonische Spuren. Ja. Und warum habe ich das genommen? Und warum sind da 2, 3, 4 Kameras? Man kann nicht genug dokumentieren, aufzeigen, was derzeit so, ob in der Norma, außerhalb der Norma oder in Gebäuden, häusliche Gewalt, fremdhäusliche Gewalt stattfindet. Und deswegen muss hingeschaut werden, muss hingehört werden. Und dafür steht dieses Grammophon. Haben Sie jetzt endlich mal vielleicht den einen oder anderen Ideekontakt? Der hat ja recht. Ja. Ich weiß, was für die Zukunft, ja, in Ihr Hirn gepinnt werden muss. Und deswegen habe ich eine Pinnwand genommen. Und
Kennen Sie eine Firma, die mit den drei Streifen? Kennen Sie die? Kennen Sie die? Vielleicht sagt Ihnen das ein bisschen mehr. Adidas, All In, macht alle nass. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also, wie gesagt, tvgalacom@gmail.com, eine E-Mail-Adresse, die zweite, falls sie wieder voll ist. Mohart, am Schluss immer die ARD, seit Geburt, @gmail.com oder und podcasttv7@gmail.com. So, falls das zu schnell war, Sie können zurückspulen, hören Sie sich meinen Salat, den jeder irgendwann mal leider erfahren könnte, nochmal an und dann wenden Sie sich an mich. Denn was ich heute auch von Norma-Kunden, aber nicht aus der Region vom Schadensort gestern Nürnberg-West, sondern aus einer anderen Region, von einer Kundin. Mich hat dieser Laden gesehen, aber mich noch nicht. Warum? Ich werde verdeckt ermitteln lassen. Und das nicht zu wenig. Und die Leute schauen runter. Scheinbar habe ich zu leise gesprochen. Laut gesprochen. Ja, man hat eben so sein Organ. Sein Organ, was man von Geburt bekommen hat. In diesem Sinne, auf für Zivilcourage. Melden Sie sich bei mir. Wenn ich dicht bin, weil es zu viel wird, dann leite ich das weiter. Ich habe mittlerweile 4 Mitwirkende, die gesagt haben, nee, da greifen wir mit an. Wunderbar. In diesem Sinne, auf eine weitere Europameisterschaft. Schönes Spielchen. Und tut mir leid nochmal für die Nationalmannschaft, dass eben der Schiedsrichter anders das gesichtet hatte. Und vielleicht das nächste Mal schaltet er, ob links die Seitenlinie überschritten ist zu 51% des Balls, das nächste Mal seinen, wie heißt der da, VAR ein in Köln, ne? Vielleicht schaltet er ihn da ein, weil das ist ja wichtiger, dass die Seitenlinie nicht überschritten wird, bevor ein Tor fällt, nicht? Alles Gute, Tommy Müller, du bist ein Garant für Input, für Power without limits. Wahrscheinlich trägst du den Power deines Stalls mit in den Stall des DFB. Wunderbar. Wir sehen uns ja bald. Und bitte richte auch dem Kimi, also Entschuldigung, den Joe Kimi und den anderen Goretzka und Neuer. Und ja, wer ist denn da noch dabei? Na, jetzt lassen wir es mal dabei, ne? Also dem ganzen Team alles Gute, insbesondere Nagelsmann. Die Tränen sind authentisch und wer sich so zeigt, der hat all das Glück der Welt verdient. Und es geht immer besser, aber manchmal steht jemand im Weg. In diesem Sinne, anders hinschauen, anders hören und handeln. Und dann bekommen wir, glaube ich, nicht nur in Deutschland eine bessere Welt. Vorhang zu. Ciao. Galacom.tv.